Ja, nee, so ein Steuertool brauche ich gar nicht. Ich kann das mit Screenshots und Excel-Listen machen. Na klar kannst du das machen. Das ist doch alles vollkommen legitim, wenn du deine Dokumentation sauber hast und es keine Fehler drin gibt. Denn nichts ist schlimmer, als wenn das Finanzamt sich bei dir meldet und sagt, diese Transaktion passt nicht, mir fehlen da Token, da sind Token zu viel. Warum passt das nicht? Wir bräuchten bitte mal mehr Unterlagen. Können wir mal noch eine Detailprüfung machen? Das möchte keiner. Daher sind Tools wie beispielsweise Blockpit für euch ein Arbeitserleichterer, ein Level of Comfort, für den ihr entweder eine kleine Gebühr zahlen könnt, um ein rechtssicheres, belastbares, vom Finanzamt anerkanntes Dokument zu bekommen. Oder ihr könnt auch einfach das kostenfreie CSV-Excel-Tool nehmen. Das gibt es auch bei Blockpit. Ihr könnt alle eure Transaktionen reinladen und müsst nicht mal einen Cent dafür bezahlen. Von daher, Peng, ist doch total egal. Heute im Video zeige ich euch mal, wie ihr beispielsweise bei Blockpit Transaktionen richtig klassifiziert, wie ihr Transaktionen zusammenfügt, wie ihr eine Historie manuell nachbaut, wie ihr vor allen Dingen auch Fehler behebt. Und um Staking geht es auch noch. Das zeige ich euch am Beispiel mit VeChain, vTor und auch GLQ. Mehr nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen in der Krypto-Familie. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, meine lieben Freunde, Teil 1 des Videos hat euch so gut gefallen. Das war ja richtiger Klick-Sensation. Schaut es euch gerne oben rechts nochmal an, falls ihr es verpasst habt. Da gibt es ein paar sehr, sehr interessante Informationen. In Teil 2 haben wir uns mal angeguckt, wie ihr Wallets hinzufügen könnt, beispielsweise von Tangem, aber auch Ledger, aber auch von MetaMask beispielsweise, egal ob Hardware oder Software Wallet. Und ich habe euch auch gezeigt, wie ihr die APIs der Börsen mit einbinden könnt. Auch Video hier oben rechts nochmal in der Infobox. Guckt da unbedingt nochmal rein, wenn ihr das verpasst habt. Und heute kümmern wir uns mal komplett um die Fehlerhistorie, Transaktionen. Wir machen das mit dem Staking, zeige ich euch, wie ihr es auf mehreren Wegen hinzufügen könnt und ganz, ganz viele Tipps. Und wie immer aus meinen Videos kennt ihr es ja, ihr findet unten Zeitmarken, sprich, sollte euch irgendetwas der Themen nicht interessieren, springt gerne weiter zum nächsten Punkt. Und bevor ich es vergesse, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, das ist ein Referral-Link, da kriegt ihr 15% Rabatt auf den ersten Kauf von eurer Blockpit-Lizenz, wenn ihr euch dazu entscheidet, eine Bezahllizenz zu nehmen, wenn ihr über die Transaktion rüberkommt und auch einen rechtssicheren Report haben wollt. Wenn nicht, könnt ihr ganz normal das kostenfreie CSV-Excel-Export nehmen, den Blockpit euch auch zur Verfügung stellt. Und wir springen jetzt mal direkt rein. Wenn wir hier mal beigehen und wir suchen jetzt mal beispielsweise nach unserem Asset ADA, stelle ich fest, dass ich unter meinem ADA-Bestand tatsächlich ein paar Fehler habe. Wenn ihr mal guckt hier haben wir zwei Stück, die nicht gelabelt sind. Und wenn ihr mal seht, ich habe hier zwei ADA verschickt und ich habe 1,4 empfangen. Das sieht ja eigentlich alles wirklich vernünftig aus und tatsächlich sind das vielleicht sogar gleiche Transaktionen. Was machen wir? Wir können hier die beiden zusammen wählen und können einfach sagen Merge. Das funktioniert bei Blockpit relativ simpel und zwar vergleicht natürlich die Adressen und ich kann dann aus zwei unklassifizierten eine komplett zusammenhängende machen. Das Schöne daran ist, das kann ich auch noch weiter vorziehen. Hier habe ich auch noch zwei. Ich weiß nicht, warum das manchmal ist. Ich habe auch tatsächlich den technischen Support. Ich habe den relativ lange genervt vor ein paar Tagen. Sind wir diese Themen einfach mal alles durchgegangen, denn ich wollte euch wirklich den größten Mehrwert bieten, um wirklich alle Fehler, die hier auch im System auftauchen, einfach mal durchzugehen und euch mal eine vernünftige Anleitung zu geben, wie ihr diese Fehler auch beheben könnt. Ihr seht hier, das ist ein ganz normaler Transfer gewesen. Ich könnte es jetzt natürlich noch umklassifizieren, aber es ist ja kein Trade gewesen, weil ihr seht, ich habe es von einer Sache, von einer Wallet-Adresse weggeschickt und habe es woanders erhalten und ein paar Gebühren dafür bezahlt. Deswegen ist ja ein Transfer weiterhin valide dafür und eine richtige Klassifizierung. Wir klicken hier mal auf den Befehl Merge auch und haben wieder zwei Fehler behoben, was mich natürlich wahnsinnig glücklich macht. Ich kann hier einfach den Filter wieder ausmachen. Ich hatte das ja im ersten Video schon gezeigt, dass hier ganz, ganz einfach zu filtern ist. Das nächste Thema, was ich euch zeigen möchte, ist Müll ausblenden. Ja, richtig, ihr hört richtig, Müll. Hierfür gehe ich mal auf den Filter, mal von letztem Jahr. Ich habe natürlich für meinen Steuerreport 2022 schon ein paar Sachen vorbereitet und habe hier mal ein paar Kleinigkeiten drin, die ich gerne noch im Nachgang einfach mal ausblenden möchte. Und zwar gehe ich hier jetzt mal durch und schaue mal. Ich weiß, ich habe irgendwo noch ein bisschen Trash gehabt. Hier zum Beispiel. Wir haben hier eine ungelabelte Transaktion. Hier habe ich tatsächlich mal auf meine Xum-Wallet Schrott gekriegt. Hat mir jemand Werbung geschickt, wie toll irgendwas ist, irgendwelche Wahlinfos, weiß der Geier was. Ich gehe hier ganz einfach auf den Reiter Mehr und sage Transaktion ausnehmen. Mit diesem Befehl Transaktion ausnehmen löscht ihr diese Transaktion nicht, aber ihr blendet sie von der Steuerhistorie aus. Das dürft ihr natürlich nicht machen, wenn ihr etwas Steuerrelevantes habt, wie zum Beispiel ein Swap, ein Kauf, ein Verkauf oder. Und wenn ihr jetzt in die Verlegenheit gekommen seid, dass ihr versehentlich etwas ausgeblendet habt, was ihr gar nicht ausblenden wollt, könnt ihr auf dem Befehl Status
beigehen und sagen, ausgenommene möchte ich mir gerne nochmal wieder einblenden lassen. Und dann seht ihr zum Beispiel, hier ist meine Transaktion, die ich mir hier rausgenommen habe. Ihr seht, ich habe hier ganz, ganz viel Müll gehabt, den ich hier auch rausgeschmissen habe. Und somit könnt ihr dann ganz einfach wieder sagen, Asset-Wert-Transaktion einblenden. Damit könnt ihr euch auch aus Versehen ausgeblendete Transaktionen ganz einfach wieder einblenden lassen. Der nächste Punkt, den ich euch gerne zeigen möchte, ist das richtige Klassifizieren von gekauften Assets. Das machen wir einfach mal anhand des Beispiels von Solana. Wir nehmen mal hier wieder raus und ich suche mal nach SOL, denn da habe ich mir tatsächlich ein bisschen was übrig behalten, um euch einfach mal zu zeigen, wie ich so eine Transaktion vernünftig aufzeigen kann. Ihr seht hier, dass ich am 30. April 2022 zu meiner Startzeit von Steppen einfach mal 11,251 Solana gekauft habe. Den Kurs damals kennt, weiß, dass das wahnsinnig viel Geld war. Und zwar habe ich es damals auf KuCoin mit meiner Kreditkarte gekauft. Dummerweise zeigt KuCoin diese Transaktion nicht vernünftig an. Aber das ist nicht schlimm, denn das Schöne ist, BlockPit erkennt den Wert von den Solana zum damaligen Kaufzeitpunkt. Das werden wir später im Steuerreport auch noch sehen. Sprich, ich muss ihm hier jetzt eigentlich nur noch sagen, was das Ding war. Und zwar gehe ich hierbei und sage bearbeiten, sage ihm hier oben unter den einzelnen Klassifikationen ist es ein Non-Taxable. Du hast einen nicht steuerpflichtigen Zufluss erhalten. Eine Fiat-Einzahlung. Da gehe ich mal rauf und ich sage ihm hier auch noch, was ich damit gemacht habe. Diese Notiz ist für mich persönlich und ich sage hier einfach mal Kauf von Kryptos mit Fiat, Klammer auf, Euro, Banküberweisung. Dieser Hinweis taucht im Steuerdokument nicht mit auf. Ich mache das aber für mich, weil ich es einfach für mich gerne als Info haben möchte, so ein bisschen als Gedankenstütze. Das Schöne ist, er klassifiziert das hier um, ich sehe meinen Hinweis, ich sehe, dass ich es bearbeitet habe und damit ist dieser Fehler komplett verschwunden. Das nächste Thema, was ich euch gerne zeigen möchte, ist, wie kann ich beispielsweise einen Verlust klassifizieren? In dem Fall, seht ihr, habe ich auch ein bisschen später nochmal 29,4 Solana gekauft und tatsächlich habe ich mein gesamtes Steppen eingestampft, aber es sind komplett für mich Verluste. Denn das, was man damals an Schuhen bezahlt hat, habe ich heute natürlich nicht mehr, beziehungsweise ich habe die Schuhe für einen anderen Preis wieder verkauft. Somit kann ich das Ganze hier auch als Verlust klassifizieren. Ganz kurz noch an der Stelle. Das ist hier keine Steuerberatung. Ich gebe euch hier meine Infos mit, wie ich das klassifiziere. Für dieses Thema, wie ihr was klassifiziert, müsst ihr entweder einen Steuerberater fragen oder fragt die Experten von BlockBit. Die Jungs haben eine sehr aktive Telegram-Gruppe und einen super Kundensupport, in dem ihr wirklich innerhalb von 1 bis 2 Tagen immer eine Rückantwort bekommt. Aber ganz kurz, ich zeige euch jetzt hier, wie ich diese Transaktion bzw. dieses Verschicken auf eine Wallet als Verlust klassifiziere. Ich gehe hier auf Bearbeiten, gehe hier oben auf die Klassifikation und ich sage, das ist ein Derivate Lost. Sprich, du hast Verluste in einem Handel mit Derivaten realisiert. Hier sage ich ganz einfach Steppen Verlust und sage Speichern. Das ist meine Art und Weise, wie ich das mache. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr es anders macht. Aber so gehe ich damit um und ich habe tatsächlich auch von meinem Steuerberater die Information bekommen. David, damit machst du nichts falsch. Und zu guter Letzt kommen wir noch zum Thema Staking. Ihr habt ja manchmal Börsen, aber auch Wallets, auf denen eure Staking Rewards nicht automatisch mitgenommen werden. Für den Fall gibt es hier die Möglichkeit, wie beispielsweise bei meiner Exodus Wallet, von meinem Staken der VeChain Coins, meine VeThought Token hier auch manuell zu erzeugen, beziehungsweise die Historie manuell nachzubauen. Oder auch von meinen GLQ Coins, die ich habe, die ganzen Staking Rewards, die ich auf der GLQ Staking Wallet bekomme, auch hier manuell nachzutragen. Da gibt es genau 2 Wege. Ich zeige euch heute mal beide ganz, ganz kurz. Hierzu müsst ihr euch erstmal sicher sein, dass ihr unter Hinzufügen, bei Integration hinzufügen, bereits die jeweilige Wallet hinzugefügt habt. Bei mir als Beispiel habe ich schon meine Exodus VeChain Wallet hinzugefügt als manuelle Integration und auch meine GLQ Staking Wallet. Die finden wir auch gleich nochmal. Hier gehen wir jetzt erstmal bei und sagen, wir sagen hinzufügen und sagen eine Transaktion hinzufügen. Wir sagen jetzt hier mal das Datum. Ich weiß, ich habe meine GLQ das erste Mal im April, am 4. April als Staking Rewards bekommen und ich wähle als Transaktionslabel das Staking aus. Du hast ein Asset im Gegenzug für die Teilnahme an einem Proof of Stake Konsensmechanismus, Algorithmus verdient. Ganz wichtig, denkt an Proof of Stake, nicht Mining. Wir sagen Integration und wir suchen uns hier mal meine GLQ Staking Wallet raus. Das Asset ist GLQ, das suche ich mir mal raus, kann das dann hier bestätigen und die Menge. Ich weiß, dass ich 98 bekommen habe. So, jetzt könnte die erste Frage kommen. David, woher oder wo kann ich denn jetzt den Preis eintragen? Ja, meine lieben Freunde, das ist das Tolle hier im BlockBit. Die Jungs suchen sich
zu dem Zeitpunkt, an dem ich die geclaimed habe, den jeweiligen Preis raus. Denn, wenn ihr aufgepasst habt, in meinem Video, wie werden Staking Rewards versteuert, oben rechts nochmal in der Infobox, zählt der Zeitpunkt des Zuflusses. Und das ist dann nämlich auch der Wertstellungszeitpunkt. Sprich, an dem Tag, am 4.4., wird der Preis, der an dem Tag vorhanden war, für meine Staking Rewards, für meine 98 angenommen. Und ich sage hier einfach mal speichern. Achso, eine Sache habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Und zwar ist mein Steuerreport von 2023, den ich hier gemacht habe, der zeigt beim Staking 0 Euro. Den habe ich mal kurz vorher gezogen, denn den möchte ich euch jetzt natürlich auch gerne mal zeigen, wie sich das dann gleich verändert. Wir haben jetzt, wenn wir mal unter Label gehen und wir gehen mal auf das Staking, sehen wir, dass wir genau eine Transaktion im Staking hier drin haben. Ich sehe jetzt hier noch keine Gebühren, das interessiert mich aber auch gar nicht, das ist nicht schlimm, denn das rechnet Blockpitch später selber aus. So, jetzt könnte ich hier natürlich beigehen und diese ganzen Transaktionen von Hand selber reinfügen. Das will ich aber nicht, weil ich habe tatsächlich über 12 Transaktionen, die ich hier reinsetzen möchte und manche Rewards kriegt man ja täglich, manche kriegt man monatlich und das ist natürlich eine Riesenarbeit. Ich zeige euch jetzt noch den Weg über eine Excel-Liste und das ist sehr, sehr schön gemacht. Und zwar gehe ich erstmal bei und ich lösche das Ganze hier noch, denn ich möchte das gleich in der Excel-Liste mit reinbringen. Gesagt, getan, ich setze mal hier auch meinen Filter zurück. Ich gehe jetzt hier bei und sage mal hinzufügen und sage Excel importieren. Hier fragt er jetzt, ich könnte entweder ein Template laden oder ich könnte direkt ein Excel selektieren. Ich empfehle euch, nehmt das Template, denn dann lädt er euch alles richtig rein. Ich gehe mal auf Template laden, dann hat er hier gleich eine Excel-Liste als Vorlage für uns. Er gibt euch hier auch einen Vorschlag und zwar gehst du hier auf Datei, sagst einmal herunterladen und lädst dir das Ding als Excel-Liste runter. Und genau das mache ich jetzt auch gerade einmal. Excel-Liste runtergeladen, ich mache mir die Excel-Liste einmal auf hier und dann können wir die auch gleich bearbeiten. Wichtig ist, dass wir oben noch einmal auf Bearbeiten aktivieren klicken, je nachdem, welche Version ihr habt. Dann können wir das hier einmal rauslöschen, was wir nicht brauchen, denn wir müssen wirklich nur bis zum Staking alles haben. Das ist jetzt unsere kleine Vorlage. Wie gesagt, ist auch super machbar für keine Excel-Cracks. Ich bin auch nicht der Allerbeste. Das ist hier jetzt unsere Vorlagedatei. Was mache ich jetzt? Ich trage mir hier mal mein Datum ein. Ich lasse das hier immer auf 0 Uhr, 0, 0, 0, 0. Und ich habe am 4.4.2023. Und das Staking haben wir natürlich nicht auf dem Ledger gemacht. Das haben wir auf unserer GLQ Staking Wallet gemacht und wir gehen hier nochmal einmal bei und suchen uns den exakten Namen von der GLQ Staking Wallet raus, damit wir hier auch keinen falschen Namen drin haben. Denn umso besser wir das jetzt gleich machen, umso einfacher ist der Import nachher auch. Gesagt, getan. Hier ist wieder unsere Excel-Liste. Das ist nicht der Ledger. Typ ist Staking, das ist in Ordnung. Der Coin ist nicht Atom, sondern GLQ und wir haben 98 GLQ Coins hier gehabt. Ich vervollständige jetzt mal die Liste und dann gucken wir gleich mal weiter. So, ich habe jetzt hier die gesamte Liste mit meinen GLQ Staking Rewards verkomplettiert. Und ihr seht, ich habe hier auch VThor reingesetzt. Jetzt könnte man sich bei VThor ein bisschen streiten, wann ist die Wertstellung. Ich habe es mir persönlich ganz einfach gemacht. Ich weiß, dass ich für das Jahr 2021 in Summe 2140 VThor Token im Staking bekommen habe als Reward. Ich habe hier jetzt einen Preis angenommen, beziehungsweise ich habe mir rausgesucht, was war der höchste Preis im Jahr 2021. Ich habe irgendwann im August angefangen, Anfang August zu staken. Und wenn ihr jetzt mal guckt, von August 2021 bis Ende 2021 ist definitiv hier der höchste Peak gewesen, 15. August. Und genau diesen Wert habe ich mir auch als Tag genommen für das Erhalten des Staking Rewards. Wenn ihr jetzt natürlich Millionen von VeChain habt, dann ist das wahrscheinlich ein Unterschied. Mit der kleinen Menge fällt das überhaupt gar nicht ins Gewicht. Genauso habe ich das auch für 2022 gemacht. Ich speichere das ganze Ding mal, mache es mal zu und gehe jetzt hier bei Blockpit auf Hinzufügen. Und jetzt importieren wir uns den Excel-Export, den wir gerade gemacht haben. Wir gehen hier wieder auf Hinzufügen, gehen auf Excel importieren, den jetzt importieren wir uns die Liste, die wir gerade fertig bearbeitet haben. Ich könnte sie entweder reinziehen oder ich drücke hier einmal drauf, gehe auf Downloads und sage Blockpit Staking 2023. Ich mache einen Doppelklick und jetzt rödelt er im Hintergrund und arbeitet uns das Ganze ab. Er sagt hier komplett abgeschlossen und ich gehe auf Weiter. Jetzt habe ich hier zwei Assets. Also ich habe eine Integration und zwei Assets. Und zwar sagen wir einmal, die Integration ist die GLQ Wallet und die Exodus VeChain Wallet. Ist beides korrekt. Und wir gucken mal kurz durch. Wir wollen Graphlink importieren und wir wollen VThor importieren. Perfekt. Und wir sagen einmal importieren. Jetzt gehen wir mal hier auf den Filter und beenden das mal. An der Stelle noch einen kleinen Tipp. Transaktionen prüfen und auch wieder auf den Befehl aktualisieren gehen, beziehungsweise refresh, wenn er durch ist mit den Transaktionen. Das ist, wie gesagt, schon im letzten Video erklärt, im vorletzten Video erklärt. Das ist so ein Refreshen. Er rödelt nochmal alles im Hintergrund, er berechnet nochmal alles im Hintergrund und dann haben wir auch die gesamten Assets einmal wieder gerade gezogen. Wir können jetzt hier mal auf Label gehen, gehen mal kurz auf den Bereich Staking und lassen uns mal
erstmal alle Staking-Transaktionen angucken. Wir sehen hier gerade, das sind 12 Stück. Unsere GLQ-Token sind alle drin und unsere VThor-Token sind auch alle drin. Perfekt. Jetzt gucken wir uns noch mal den Steuerreport an. Wie gesagt, zur Erinnerung, das war mein Steuerreport von 2023 ohne das Staking. Ihr seht, 0 Staking-Kosten. Und wenn ich jetzt auf Berichte, 2023, Lizenz habe ich schon, Report neu berechnen klicke, berechnet er mir den gesamten Report nochmal komplett neu. Und wenn ich dann auf als PDF exportieren klicke, kriege ich den ganzen Bericht nochmal neu erstellt. Auch dann mit meinen Staking Rewards, wenn ich alles richtig gemacht habe. Und da bin ich jetzt mal ein bisschen gespannt, ob das geklappt hat. Hier gucken wir mal einmal rein. Wir sehen, die Summe hat sich auch schon leicht verändert. Und ihr seht, ich habe sagenhafte 9,42 € für 2023 als Staking Rewards bekommen. Das sind aber nur meine GLQ-Token. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe und auf meinen Bericht für 2022 gehe, den auch nochmal neu berechnen lasse, wird er mir natürlich auch meine Staking Rewards für meine VThor-Token dort mit anzeigen. Wenn ihr euch noch ans erste Video erinnert oder ans zweite Video, wo ich euch meinen Steuerbericht gezeigt habe, wisst ihr, dass ich da 0 Euro für ein Staking drin hatte. Und auch hier gucken wir uns nochmal kurz den Report an, mal ganz transparent, weil das wisst ihr, das bin ich ja, sehen wir, dass wir hier für Staking 13,61 Euro für meine VThor-Token bekommen haben. Ja, ihr seht, wahnsinnig große Zahlen. Ja, meine Freunde, so viel zum Thema Blockpit, den ganzen Transaktionen nachbauen von Hand, aber auch halbwegs automatisch und auch Fehler beheben. Ich denke, das Tool ist wirklich gut. Meiner Meinung nach macht es definitiv Sinn und ist eine enorme Arbeitserleichterung. Und nochmal, meine lieben Freunde, rechtssicheres Dokument zum Finanzamt. Wenn ihr die 100% habt hier, wie ich es bei mir in dem Fall habe, dass alle eure Transaktionen nachvollziehbar sind, wird auch meiner Meinung nach keiner vom Finanzamt kommen und euch fragen, hör mal, ich muss hier nochmal eine Detailprüfung machen. Aber wie gesagt, ganz, ganz wichtig, haut mir mal eure Meinung zu dem Programm, zu dem Projekt, beziehungsweise aber auch zu dem, was ich euch heute gezeigt habe, gerne mal in die Kommentare unten rein. Wie gesagt, ich habe mir die anderen Tools auch angeguckt, ich habe mich jetzt aber tatsächlich für Blockpit entschieden, weil es meiner Meinung nach das beste Tool ist und auch am meisten Sinn macht und bedingt durch den wirklich guten Support, den sie auf ihrer Telegram-Gruppe bieten, aber auch mit ihrem E-Mail-Support einfach wirklich die Nase vorne hat und das auch gerade im deutschsprachigen Raum. Ja, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder so lange an meinem Video dran geblieben seid. Ich freue mich auf euch im nächsten Video und zwar dann in Teil 4. Danke euch. Ciao, ciao.